Ich grüße euch aus Livorno und ich fahre heute mit einem Schiff, was ich normalerweise nicht mache. Also mit Schiffen natürlich schon, aber ich fahre eigentlich mit Kreuzfahrtschiffen. Diesmal ist es eine Fähre, nämlich die Moby Fantasy, eine der größten Fähren der Welt. Sehr umweltfreundlich, fährt nämlich mit LNG. Und ja, Fähren sind einfach heutzutage nicht mehr so weit von Kreuzfahrtschiffen entfernt, was so dieses Ambiente an Bord angeht. Und deswegen möchte ich euch das zeigen, möchte ich mir das auch selber mal ausführlicher ansehen. Und nehme euch mit an Bord der Moby Fantasy, mit der ich jetzt dann gleich auf ihrer allerersten Fahrt übrigens von Livorno nach Olbia auf Sardinien fahre. Das ist nämlich auch die Route, die Moby Fantasy in Zukunft dann fahren wird.
sehr gerne zu. Ich habe in der Einleitung zu dem Video natürlich etwas übertrieben und auch mit Absicht provoziert, indem ich Fähren mit Kreuzfahrtschiffen verglichen habe. Ihr habt es in dem Video gesehen, das Design, die Optik ist wirklich sehr, sehr modern, kann sich durchaus mit dem ein oder anderen Kreuzfahrtschiff vergleichen lassen. Aber natürlich ist so eine Fähre gedacht für eine Überfahrt. 8-9 Stunden in dem Fall von Livorno nach Olbia oder in die andere Richtung. Da braucht so ein Schiff weder ein Spa, noch ein Theater, noch ganz, ganz viele verschiedene Restaurants oder andere Dinge, die auf einem Kreuzfahrtschiff essentiell sind, wenn man eine Woche oder noch viel länger an Bord ist. Aber ich habe schon erwähnt, das Design sehr modern, kann sich mit Kreuzfahrtschiffen messen lassen und vor allem das Essen muss sich wirklich überhaupt nicht verstecken. Da hat Moby auf der Moby Fantasy doch ein ganz neues Konzept auch umgesetzt, das denke ich auch im Mittelmeer, zumindest auf den Mittelmeerfähren, führend sein dürfte. An der Grillstation beispielsweise wird Fisch, Fleisch à la Minute frisch gegrillt, frisch gekocht. Die Pasta wird an Bord frisch hergestellt. Also bessere Pasta kann man nicht kriegen. Man ist in Italien, das ist klar. Aber das ist wirklich, wirklich ein leckeres Essen. Insofern kann man die Überfahrt, solange man natürlich nicht ohnehin, wenn es über Nacht geht, im Wesentlichen schläft, das Ganze genießen. Es gibt auch oben am offenen Deck eine sehr schöne Bar mit Cocktail, mit Wein. Das heißt, diese kurze Zeit, die man an Bord ist, kann man hier genießen. Und insofern finde ich es ganz spannend, mal drüber nachzudenken, den nächsten Sardinienurlaub vielleicht nicht zu fliegen, sondern mit dem Auto hierher zu fahren. Dann braucht das eigene Auto auf der Insel mit dabei. Und mal die Moby Fantasy auszuprobieren und mit der Fähre überzusetzen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Schaut doch mal bei crewstrix.de rein. Da findet ihr natürlich ein Schiffsporträt, Fotos, alles, was ich normalerweise auch zu Kreuzfahrtschiffen mache, über die Moby Fantasy. Hören einen Podcast drüber sprechen. Und insofern kriegt ihr alle Informationen, die ihr zu Moby Fantasy braucht und wollt. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Franz Neumeier, crewstrix.de.